Du musst gleich niesen, Vorsicht. Ich würde sagen, wenn ihr ein Verständnis habt, kann ich dieses Überlebenshandbuch jetzt schon reinziehen. Das ist so ein Buch, das mir einen dauerhaften Bonus gibt. Mache ich. Verständnis. So. Und jetzt, pass auf. Rüstungskoffer, was ist da drin? Dynamit. Jetzt werde ich dieses Buch lesen. Das Ödland-Überlebenshandbuch. Mal gucken, was es bringt. Überleben um 4 erhöht. War ja irgendwie klar, dass Überleben erhöht wird. Und sonst wäre es halt nur um 2 wahrscheinlich. Oder, ja. Was kann ich jetzt noch machen? Habe ich sonst noch irgendein Buch, das ich lesen kann? Da steht dann, glaube ich, nichts dabei hier, ne? Das ist dann einfach nur ein Buch. Nein, keins. Okay. Edi, kannst du bitte irgendwas nehmen? Kann ich irgendwas reparieren? Das ist doch wieder zum Vollkacken hier. Edi, nimm mal bitte meine Laserwaffen. Laser und Plasma. Na, Plasmawaffen sind cool, aber Laser... Aber trotzdem gebe ich alles her. So. Komm mit Edi, weiter geht's. Wir laufen weiter. Wir sind so heiter. Aber das mit dem Gewicht ist echt eklig. Vor allem Let's Play technisch. Es bringt voll die Verlangsamung alles rein, wenn ich da immer rumjuckeln muss und gucken muss, wie ich das, den Scheiß einpacke. Also ich muss gucken, dass ich das irgendwie steigere, beziehungsweise dass ich irgendwas mache. Ich will halt Edi nicht diese wichtigen Sachen geben, die ich brauche, die ich im Kampf brauche. Nicht, dass ich zu Edi hinrennen muss, wenn ich gerade gegen was weiß ich, gegen, ne, Atombomben kämpfe. Sowohl normale als auch wilde, ja, haben wir schon gelesen. Das ist schon uralt, die Information. Also, lächerlich. Oh, die Kamera macht bestimmt gleich schlapp. Halt, stopp. Stirb, ist mein Dynamit. Arsch. Oh, Edi, hat sich auch ein bisschen getroffen. Er ist einfach nicht gestorben. I don't know why, but I'm so high. Nein. Irgendwas... Schon wieder irgendwas genommen. Laserpistole. Ach, obwohl. Ich nehme die. Edi, alles cool. Ey, da drüben geht's voll ab. Edi, stehen bleiben. Ich werde Edi voll treffen. Aber egal. Hier, Edi, fang! Hab ich Edi getroffen? Ich habe Edi etwas getroffen. Ich glaube irgendwie gerade, dass ich Edi umbringe. Irgendwie aus Versehen. Also nicht, dass ich das wollte, aber Edi ist noch da. Hat ordentlich gerumst, ne? Mit dem Karton. Maschinenpistole. Aufbereitet das Wasser. Maschinenpistole reparieren. Maschinenpistole ausrüsten, Edi. Gib mir mal kurz die Laserpistole. Danke. Dann die Laserpistole reparieren. Und wieder an Edi abdrücken. Ah, jetzt kann ich's. Na, ich bin sogar noch. Es ist noch alles cool. Was haben wir denn hier in dem Schreibtisch? Etwa Kronkorken? Die Sachen sind einfach zu teuer. Ah, Laserpistole. Nicht zu teuer, sondern es ist einfach zu schwer. Edi. Verwaltungsschlüssel, wuhu! Okay, die Aktenschränke sind auch leer. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was naschen. Ich nehme jetzt halt meine Arzttasche, weil ich wieder so hardcore verkrüppelt bin. Und ich nehme noch ein bisschen... Kanchi-Kach-Barilla. Was haben wir da? Da ist noch einer, der da rumchillt. Immer diese chillenden Chiller, ist echt krass. Edi, gib mir mal noch die Plasmawaffe, bitte. Okay. Das heißt ultimativ Hardcore reparieren. So. So. Hier, du kannst den Kack wieder haben. Na, 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 na. Hier und hier. Ne, wisst ihr was? Das brauche ich. Das ist Quatsch. Ich muss ja die scheiß Munition leer kriegen. Also ich habe einfach zu viel Munition. Ich muss ihr vielleicht doch Munition abgeben, Edi.
ich mir das so angucke, da ist einiges Gewicht hier. 16. Was? Energiezellen. Ich schieße nun mit den Energiezellen. Denn die wiegen 16. Das ist das meiste. Ja, und die Laserpistole. Peng! Gut. Jetzt muss ich aber eh noch was trinken gleich. Hab ich den schon? Ja. Oh, da ist noch jemand. Also ich glaube, die Dynamits, die ich geworfen habe, die haben den schon ordentlich zugesetzt. Komm, dann esse ich jetzt halt nochmal. Hab ich hier noch irgendwas? Stärke plus 2. Das ist natürlich echt krass. Nee. Edi, komm mit. Hallo. I'm a car. Okay, niemand da. Hier sind Schränke. Was haben wir da? Oh. 50! Ich bin. Das ist. Ah, jetzt ziehe ich am Kabel rum. Ich habe übrigens eine Verlängerung gekauft für mein. Headset. Ein Verlängerungskabel. 5 Meter Verlängerung und jetzt kann ich hier hinten sitzen. Das ist total cool. Sunset Sarsaparilla, nie im Leben, kleiner Killer. So. Tagebuch des Anstaltsleiters. Müssen wir jetzt nicht alles lesen, oder? Doch? Nein? Wollt ihr das, dass ich das vorlese? Tja, ihr könnt ja nicht live antworten, weil ich die Folge hier aufnehme und dann 800 Jahre nichts mache. Das ist aber schön. Das finde ich aber echt schön gemacht. So, überall ist Zeug verschlossen. Schrecklich, ich kann nichts aufmachen. Ich muss den ganzen... Das sieht echt lustig aus. Ich muss den ganzen Kack mal aufschließen. Ich brauche unbedingt... Edi, bitte nimm doch irgendwie meinen Scheiß, danke. Fernkampf. Nimm bitte kurz meinen Kack. Und zwar nimm irgendwas, ich weiß auch nicht. Nimm mal den Baseballschläger. Und das Fernglas. Und das reicht. Das ist schrecklich, wenn man da so rumkrebsen muss. Aha. Ah, mehr Verwaltungsschlüssel geöffnet. Gut. Schreibtisch, haben wir da Grundkorken? Ja. So, nein. Messer, Schere. Grundkorken. No. Voriges Geld. Und Munition. Munition. So viel Zeug. Aber es ist kacke. Ich bin doch so schwer. Ich bin doch so verdammt schwer, Mensch, mit dem ganzen Jumble. Hier war ich auch schon drin, ne? Hier schon drin? Hallo? Hallo? Edi, komm bitte nochmal her. Edi, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Edi. Nimm bitte meinen Kack. Komm her. Ah. So. Was geben wir denn Edi jetzt noch? Einfach, da, die Karawanenflinte, Kleinkalibergewehr. Robuste Karawanenflinte. Ich mag das halt nicht. Ich will eigentlich immer alles bei mir haben. Oder alles wirklich richtig getrennt haben, dass ich da schnell agieren kann auch wieder, aber das ist unmöglich. Aha. So. Alles mitnehmen. Oh, da ist er. Ah, der ist schon leer. Schade. Stützbandage, no. Du musst gleich niesen, Vorsicht. Ja. Sie bewegen sich langsamer, wenn sie zwei Handwaffen essen. Okay. So, jetzt können wir den Jockel endlich, hoffe ich doch, mitnehmen. Alles mitnehmen. Kann ich hier was basteln? Nein, natürlich nicht. Hallo? Spritzschaden macht ihre Explosion größer, sodass sie einen noch größeren Bereich besprenkeln können. Hallo? Komm mal her, mein Freund. Der sitzt da rum mit Schild. Hätte nicht gedacht, dass jemand freiwillig hierher kommen würde, wenn er nicht auf der Suche nach Ärger ist. Was verschlägt Sie hierher? Was haben Sie vor Ihrer Inhaftierung gemacht? Glauben Sie es oder nicht, aber ich war Sheriff in einer kleinen Stadt weit westlich von hier.
Die Kurzversion. Die Mühlen des Gesetzes mahlen gelegentlich recht langsam und ich habe sie einmal zu oft etwas schneller mahlen lassen. Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe, aber ich werde meine Strafe absitzen. Faires Geschäft, wenn Sie mich fragen. Gut. Hätten Sie Lust, den Prim Sheriff zu... Vorausgesetzt, es ist dabei eine RNK-Begnadigung drin, und das sollte besser so sein, muss ich die Dinge auch auf meine Art erledigen dürfen. Der Rechtsstaat hat ja seinen Sinn, aber manchmal ist er einfach Zeitverschwendung. Ich müsste wissen, ob ich nicht geradewegs wieder im Kätchen lande. Wir sind im Geschäft. Also gut. Ich werde mich dann mal ohne großes Aufsehen verdrücken und verzichte auf eine Abschiedsparty oder sowas. Meyer ist ein ehemaliger Sheriff zur Verfügung. Wenn er von der RNK begnadigt wird. Wenn. Myers? Ist er jetzt hingerannt? I think Myers is dead. He's fucking dead and delicious. Gut. Dann gehen wir mal zu RNK und sagen denen Bescheid. Die Kamera geht ja immer noch sehr gut. Aber ich muss jetzt gleich, ich merke schon, ich muss gleich ausmachen. Weil die Kamera sonst... Moment mal. Ja, aber Outpost. Muss ich da hinten hin oder was? Ich muss nach da hinten. Um mit den Döden zu sprechen, oder? Die anderen zwei Punkte waren ja schon vorher da. Myers ist der andere, ja? Ich muss mit denen über die Begnadigung sprechen, aber was? Das wird spannend, der Weg dahin. Das wird natürlich spannend. Da läuft der rum, der Myers. Myers, stehen bleiben. Myers! Haben Sie meine RNK? Wo muss ich hin, um meine Begnadigung zu beantragen? An der Südgrenze von Nevada gibt es ein RNK-Lager. Camp Mojave heißt das, glaube ich. Suchen Sie dort nach jemandem, der das Sagen hat. Okay. So, Leutchen. Aber damit ist diese Aufnahmesession auch wieder vorbei. Ich muss, damit ihr das nochmal seht, dann nächste Runde, ich muss da hoch, da wo diese Figuren sind. Also diesen Weg hier entlang und da wird uns noch einiges Spannendes erwarten. Hoffe ich doch. Ja. Also dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.